So, so da. Hallo zum nächsten Video. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz die Poollandschaft in Titanic Beach. Dass ihr mal seht, wie die Poollandschaft ausschaut. Wie gesagt, einen kompletten Rundgang werde ich ebenfalls machen. Weil es gibt ja einige Zuschauer, die wollen sich halt entweder nur die Poollandschaft anschauen oder nur den Aquapark oder das Zimmer. Aber es gibt andere, so wie wir zum Beispiel. Wir wollen immer von einem Hotel, wenn wir hingehen, einen kompletten Rundgang haben. Das soll wirklich alles dabei sein. So, also wie ihr sehen könnt. Das ist schon, also das ist 1,40 Meter. Habe ich gerade gesehen. Steht auch da. Das ist 1,40 Meter. Da haben wir eine Poolbar. Getränke gibt es erst ab 10 Uhr. Egal, ob das hier an der Poolbar ist oder im Aquaparkbereich hinten. Gehen wir so. Kann man sitzen, kann man sich einen Kaffee gönnen. So, da habe ich die Poolbar. So, und wir gehen. Dort kann man weitergehen, oder? Also seitlich auf der anderen Seite wären dann die Swim-Up-Zimmer. Die wären gegen einen Aufpreis von 15 Dollar pro Nacht, kann man das Zimmer upgraden. Und ich habe mir sagen lassen von einem ganz lieben Zuschauer, wenn man es wenn man sein Zimmer upgradet, dann kann man oder darf man auch den VIP-Bereich benutzen. Genauso wie man darf dann auch beim Italiener frühstücken in der Früh. Wie gesagt, das habe ich mir von einem lieben Zuschauer sagen lassen. So, wir gehen so wieder. Also sehr weitläufige Poolanlage, sehr große Poollandschaft. Wie ihr sehen könnt. Das ist auch 1,40 Meter. Aber für die Kinder, also für die Familien mit Kindern, gibt es ja, wie gesagt, drüben das Aquapark und dort gibt es das Infinity Pool
und so weiter und so fort. Da schwimmen meine Kinder sehr gerne. Aber hier gibt es ja eben nur hier, das ist ja flach abfallend. Aber man muss eher halt aufpassen, da er wie gesagt bis 1,40 Meter tief geht. So, da haben wir 1,20 Meter. Also für die kleinen Kinder eher nicht geeignet, aber für die eher größeren Kinder wäre das mit Sicherheit kein Problem. Ja, genau. Da fängt es klein an und geht nach oben. Genau. Mit 1,20 Meter. Und hier wären es dann 65 cm. Genau. Also kleine Kinder eher nur in dem Bereich kann man machen. Aber man muss halt immer wirklich, wirklich aufpassen. Gartenanlage, wie ihr sehen könnt. So, und hier werden wir dann schon im Aquapark-Bereich, der auch riesengroß ist. Da gibt es schon ein Video. Entweder habt ihr es gesehen oder könnt ihr euch noch anschauen. Der öffnet da von 10 bis 12. Dann gibt es eben Mittagspause. Dann geht es weiter um 14 bis 16, 16.30 Uhr circa. Und da wären wir dann schon in den Aquapark-Bereich. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Angefangen von dem Nichtschwimmer, Kind, Baby, bis zum Profischwimmer, Erwachsenen. Jeder findet, wo er schwimmen kann, wo er seinen Spaß haben kann. So, ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.